Kapitalmarktfreunde, hier ist Wolfgang Matejka, Chief Investment Officer der Wiener Privatbank, mit einem kurzen Rückblick und vielleicht Ausblick. Rückblick erstes Quartal 2020, Ausblick, was denn uns die nächsten Wochen und Monate erwarten wird können. Wir haben im ersten Quartal eigentlich zu Beginn einen Traumstart hingelegt. Wir haben den Jänner mit den erfüllten Erwartungshaltungen bei den Unternehmensergebnissen gesehen. Wir haben auch die Politik ein wenig im Zurücktreten gefühlt. Der China-Konflikt war nicht mehr so dominant wie noch die Monate davor. Und dann kam Corona, dann kam ein aus China sich über die ganze Welt verbreitendes Virus, das dann, als es Europa erreicht hatte, auch die Kapitalmärkte richtig erwischt hat und diesbezüglich auch im Zusammenhang mit der globalen Pandemie auch die Notenbanken, Staatshaushalte und Regulatoren auf den Plan gerufen hat, diesen doch dramatischen Kursrückgang, Kurssturz, Crash in Bahnen zu lenken, die sie erträglich machen lassen und die gleichzeitig aber auch die wirtschaftlichen Abschwächungstendenzen ein wenig abfedern helfen sollten. Was wir gemerkt haben, ist, dass wir in einer solchen Krise alle gleich sind, diesbezüglich auch am Markt. Es gab kaum einen Sektor, der zu Beginn in den ersten Wochen sich abheben und absetzen konnte. Es wurde pauschal verkauft und zwar auch in fallende Kurse hinein. Das hat auch derivative Unterstützungen benötigt, um so stark zu fallen. Sprich, es wurden die Auflösung von Derivatepositionen, Margin Calls und ähnliches sehr fühlbar im Markt sichtbar und hat dadurch auch die messerartige, den Fall der Märkte noch mehr verstärkt und vertieft. Typischerweise, logischerweise beim Verfallstermin am 20. März hat dann der erste massive Druck begonnen abzunehmen und parallel dazu sind kurz danach auch die Hilfsaktionen der wie vorher genannten großen Einheiten präsentiert worden und haben eigentlich den emotionalen Druck aus dem Markt zu nehmen geholfen. Was wir danach gesehen haben, war eigentlich der Versuch zur Normalität im Zusammenhang mit Corona und auch dem begleitenden Ölpreisschock, weil uns haben gleichzeitig auch Saudi-Arabien und Russland mit einer Fördererweiterung die Ölpreise quasi halbiert. Aber nevertheless, die Sorgen und auch die Bemühungen der jeweiligen Staatshaushalte und der Notenbanken haben dazu geführt, dass man wieder mehr die Chance aus dieser Situation heraus betrachtet. Ein etwas ansteigender, emotional freundlicher Verlauf der Gesundheitsraten, die Erkrankungsraten auf der einen Seite sinken in einem Ausmaß, dass man mit den in Verbindung dazu genommenen Maßnahmen durchaus begleitend nehmen kann, haben dazu geführt, dass auch die Hoffnung und die Zuversicht in die Märkte zurückgekehrt ist. Und wir haben eigentlich seit dem Tiefstpunkt doch eine doch markante und akzentuierte Erholung gesehen. Bei Weitem natürlich nicht, was es an den Märkten zu verlieren vorher gab, aber zumindest eine Art Hoffnungsschimmer, dass denn danach, wenn alles durch die Märkte durchgegangen ist, auch eine erfreuliche Markttendenz sich auch in einem Wertzuwachs an den Börsen widerspiegeln darf. Zur Bewertung der Märkte ein wenig schwierig derzeit. Die Gewinne sind in der Erwartungshaltung etwa um 40% reduziert. Die Rezessionserwartung, die im zweiten Quartal natürlich brutal sein wird, wird das Gesamtjahr etwa bei -2, -3% global gesehen. Dagegen aber werden die Maßnahmen der großen Notenbanken und Staatshaushalte als wirtschaftsfördernd wahrgenommen und sollte diese Rezession ihre Wirkung, Höhepunkte hinter sich haben, in einem sehr starken Anstieg der Märkte und auch der Wirtschaftskreisläufe wieder münden dürfen. Diese Anstiege nimmt der Markt langsam aber doch zur Kenntnis und die Chancenorientierung bildet natürlich auch den Investment-Hintergrund für unsere Fonds. Wir selbst haben uns für diese Situation natürlich angesichts dessen, dass wir auch hier ableiten können, welche Zukunftsindustrien bevorzugt und welche noch unter Druck behalten werden, auch in den jeweiligen Fondsallokationen angepasst, haben zum Beispiel Gesundheitssektor, Telekommunikation und auch entsprechende Technologie höher gewichtet, währenddem wir andere wie Zykliker noch immer untergewichtet belassen haben. So gesehen hoffen wir und erwarten uns auch, dass wir aus dieser Krise heraus durchaus gestärkt und auch mit einem
Performance Rückenwind aufstehen können. Die Volatilität wird uns zwar nicht verlassen, aber diesbezüglich erwarten wir uns durchaus, dass wir uns der einen oder anderen Chance rechtzeitig gewidmet haben, die wir dann erfreulicherweise auch dann die Zukunft mittragen werden dürfen und genießen werden dürfen. Ich wünsche uns diesbezüglich, dass wir alle gesund bleiben, dass wir uns diesbezüglich auch unseren Freiheiten bald wieder erfreuen dürfen und dass Sie auch Ihr Investment in diesem Zusammenhang als geschützt sehen. Wir passen auf und wir sind täglich dafür da. Ich danke schön und bis bald wieder.